Leute, wir haben einiges getauscht. Zum Beispiel habe ich jetzt noch ein paar fast perfekte Stiefel, ne? Weil was wir für die Stiefel und auch die allermeisten anderen Rüstungsteile noch brauchen, die ich für Florian und Julian gemacht habe, aber natürlich auch für Michel und für Felix, da brauche ich halt nochmal erstmal natürlich noch mehr EP, damit ich die alle weiter verzaubern kann. Aber vor allem brauche ich Reparatur. Reparatur, falls ihr es nicht wusstet, weiß ich nicht, ne? Was es bedeutet, wenn ihr EP bekommt, dann werden eure Sachen wieder ganz. Und das finde ich halt einfach so unfassbar gut, weil ich dann mir überhaupt keine Gedanken machen muss, wie krass teuer jetzt meine Stiefel wirklich sind oder wie, oh, wann ich sie trage, wann nicht, weil sie könnten ja kaputt gehen und dann kann man sie halt ohne EP zwar reparieren, aber es geht nur eine gewisse Zeit lang. Deshalb finde ich einfach mega nice, dass ich einfach Günther habe. Wir haben schon viel von ihm gehört, ja, einige kennen ihn auch schon von Personen. Günther einfach absolut legendär. Günther tauscht einem diese Reparaturbücher für einen verdammt guten Preis. Und was das also bedeutet, ich kann mir jetzt einfach das Reparaturbuch nehmen, einfach auf meinen neuen Stiefel hauen. Bam, da sind sie. Das ist, glaube ich, Florian oder Julian. Der geht, ne, das ist Florian. Der geht gerade meine mit Julian auch gleich. Dann werde ich auch noch vielleicht noch ein bisschen mit dazukommen. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch ein bisschen tauschen mit Günther, weil ich die Smaragden wieder, die Smaragden wieder finde. Ja, und dann kann ich ordentlich Reparatur hauen auf meine Sachen. Also Günther kann es nicht mehr tauschen, leider. Weil, also sein Tausch ist blockiert, das machen die immer, wenn man halt zu viel auf einmal davon tauscht. Das heißt erstmal keine Reparaturbücher für uns. Bis halt Günther wieder arbeitet, dauert halt immer ein bisschen. Aber solange dachte ich, ich zeig euch eine Sache hier. Ihr seht nämlich, hat sich einiges verändert. Nicht nur haben wir ein bisschen mehr Blumen für Kermit hier stehen. Rip Kermit. Rip einfach. Sondern wir haben auch hier eine kleine Veränderung vorgenommen. Hier ist nämlich früher der Democracy Room von Lüder gewesen, ne? Ich fand ihn aber nicht, nie so wirklich schön, war nie so begeistert davon. Deshalb habe ich ihn erstmal ein bisschen zugebaut gehabt. Aber ich dachte mir, ey, das ist ja ein bisschen ehrenlos so. Lass ihn mal einfach ein bisschen verschönern. Ja. Also habe ich mich mit Lüder zusammengesetzt und genau das gemacht. Wollen den erstmal ein bisschen größer machen. Julian? Ja, okay. Dann können wir das in die eine Richtung größer machen. Scheiße. Du lässt dich Feuerschutzrüstung anhören. Zum Beton machen einfach. Was denkst du? Scheiße, was? Ja, was passiert? Oh Scheiße, du bist gestorben. Wo kommt denn die Lava her? Egal, lass dann hier die Wand bauen von dem Überbissen. Hier kann man dann drin wählen, würde ich sagen. Das ist mal ganz viel blaues Feuer dabei brauchen, das Ding, oder? Ach, danke. Kann eigentlich dieses Zeug hier brennen, weißt du das? Ich weiß nicht. Sieht nämlich nicht so aus. Warte. Wir brauchen Wasser. Alter, das sieht ja richtig episch aus. Das nicht da. Nee, das stimmt, das ist ziemlich gut.
Da kann man hier chillen. Was sagst du da? Ist es euer Geheimraum? Ich habe euren Geheimraum gefunden. Ist es das mit dem... Oh nein. Oh oh. Oh oh. Hier ist also euer Geheimraum, ja. Interessant. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Warte, gib... Nein, give me the stick. Leute, wie heißt denn der? Oh, das verstehe ich sogar gar nicht, Leute. Die Scheiße. Ich hab eine Seegurke. Ich hab keine Angst, die einzusetzen. Okay. Wollen wir hier diese Pilze reintun? Ja. Das Dach aus Blackstone bauen. Okay. Ich hole mal. Holst du Blackstone? Ja. Perfekt. Wir haben eine ziemlich coole große Auswahl. Den hier finde ich ziemlich schön. Was ist denn mit dem Eingang aus Obsidian bauen? Und heulen den Obsidian. Ja. Ich hab alles dazu gemacht. Ach, halb so wild, du. Was passiert mir andauernd, um echt zu sein? Okay, das sieht besser aus. Warte, das sieht ja mega episch aus. Okay, ich gehe lieber zu. Nein, Quatsch. Natürlich gehen wir rein in den neuen Timakus-Rum, Leute. Oh, es verbirgt sich hinter dieser Tür. Geh da rein, Philipp. Guck. Das lassen wir nicht zweimal sagen, oder? Hier ist ein sehr schönes Buch. Baba Boy, in my tummy. Bobby Pants. Pants, this is not a cult. Silence is golden. Silence and back will come. Back, when doomed us. All will return.
You must spill blood to content it. For a break will come and ruin the balance of this perfect world. It was golden. Very golden. And it shall strike again. Its stick-like shape will haunt you. And I will crumble between its golden hands. This is the end of all. Goodbye for now. Hello again, my friend. If you find this. Hi. Hi. War das ein bisschen mein? Ich war noch so lange bei den Zombie-Piglin, noch ein bisschen zu. Nicht Zombie-Piglin, bei den normalen Piglin. Werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verwechseln. Ich habe mir noch ein bisschen Obsidian, ein bisschen Seelensand geholt, noch ein paar Seelenflitzer, drei Schuhe und Bücher. Und die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, Seelenflitzer zu benutzen, ist halt, um damit im Never zu reisen. Deshalb sind wir gerade bei der Goldfarm. Ihr wisst ja, der Weg zur Goldfarm ist immer ein Stück lang, war. Deshalb, boah, es laggt immer noch einfach richtig heftig, egal. Baue ich hier einfach mal, wie habe ich jetzt platziert? 2, 3. Hier ein schönes Netherportal einfach. Das werden wir später dann alles nochmal ein bisschen schöner machen. Ah, jetzt. Können wir immer von der Goldfarm nach Hause und von zu Hause eher zur Goldfarm. Wenn wir von der Goldfarm nach Hause kommen, ist das Ganze ziemlich einfach. Dafür müssen wir einfach so ein Netherportal und dann ist dieses Portal mit dem Portal bei uns zu Hause verlinkt. Und da muss jetzt gerade Julian, richtig? Ja. Genau, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, müssen wir uns die Koordinaten von dem Portal merken. Also einmal die hier. Also, merkst du, warte, ich kann ja auch was ausschreiben. Ich habe jetzt schon mal einen Screenshot gemacht, vorsichtshalber. Ich schreibe mir den mal besser auf, weil wenn ich die Screenshots angucken will von der Switch, dann stürzt das Spiel immer ab und die fliegen aus dem Server raus. So, um das kurz zu zeigen, was ist passiert, wenn wir durch dieses Portal gehen. Das verlinkt halt mit dem ersten Portal in der Nähe, was halt in einem sehr weiten Radius ist. So, wie ihr seht, wir sind jetzt hier bei dem Portal von meiner Base. Okay, jetzt würden wir sehen, wenn die Welt laden würde. Da hinten ist auch schon Julian. Aber das wollen wir ja nicht, denn das würde bedeuten, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen wir nicht bei dem Portal raus, was wir eben gebaut haben, sondern halt bei dem ersten Portal. Und das ist nun mal das in der Base. Und es ist auch verdammt praktisch. Och, jetzt lädt mein Spiel wieder so hart. Laggt, das meine ich. Könnte an Florian liegen, der gerade meinen ist. Ich weiß es nicht, aber ist auch recht egal eigentlich. So, sondern wir wollen doch jetzt von der Base zur Goldfarm kommen. Das heißt, wir gehen einfach nochmal zurück ins Never. Und dann zeige ich euch, wie das funktioniert mit dem Never Highway und dem Seelensand und dem Verlinken. Denn wenn ich jetzt von dem Portal, was ich in der Goldfarm gebaut habe, wenn ich jetzt von da auch zu dem Portal in der Goldfarm kommen will, da muss ich ein neues Portal bauen und das muss genau da sein, wo das Portal bei der Goldfarm ist. Und das funktioniert leider nicht so ganz einfach, weil im Never ist quasi, hat nur die Achtelgröße von der Overworld, deshalb machen wir das auch überhaupt mit den ganzen Never Highways. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Koordinaten, die ich eben für das Portal bei der Goldfarm rausgesucht habe, durch 8 teilen, also außer die in der Mitte, und dann haben wir die Koordinaten, wo wir dann genau das Portal bauen können, und das mache ich mal jetzt. Also bei 260 und bei minus 60. Das heißt, wir müssen erstmal in die Richtung 10 Blöcke, und wo wir sowieso schon bei dem Highway sind, ich denke, der Highway braucht auf jeden Fall ein Upgrade. Ich tue schon mal ein bisschen Seelenflitzer-Schuhe hier rein. Nicht nur müssen wir den noch sicher vor Geistern machen, sondern ich fände es auch mega entspannt, wenn wir einfach hier einen Seelenflitzer-Highway draus machen können. Also wenn ich jetzt den Seelensand platziere, habt ihr sicher schon in meinen Siebes gesehen, wie unfassbar schnell man dann einfach ist. Ich gehe halt gerade, ne? Wenn ich sprinte, oh, noch schneller. Ich finde es einfach viel zu satisfying. Ach, wie ihr sehen könnt, Julian hat auch schon meine Spitzhacke umbenannt. Richtig nice, Alter. Sandpicks. Die Name-Idee war von mir. Ich bin sehr überzeugt davon. Zumindest. Genau, jetzt machen wir, bauen wir den Highway, nicht wahr, Julian? Ja. Okay, also ich habe jetzt den Highway gebaut und gut, ich muss nur noch die Stufen platzieren, aber halb so wild. Ich habe jetzt das Portal nicht auf den ganz genau richtigen Koordinaten. Ich hoffe mal, dass es sich trotzdem richtig verlinkt. Das muss halt nochmal ein paar Blöcke verschieben, eigentlich kein Problem. Spiel. Ah, okay, jetzt mal gucken. Mal gucken, ob wir rauskommen. Wenn wir jetzt in Erfahrung rauskommen, wäre das ziemlich blöd. Okay, sehr schön. Hätte nämlich auch sein können, dass wir da oben irgendwo rauskommen. Muss ich euch zeigen einfach. Das haben Florian und Julia gebaut. Wunderschön, ein Meisterwerk.
Absolutes Meisterwerk einfach. Ich hätte es nicht schöner machen können. Aber die spannende Frage ist jetzt, wenn wir hier reingehen, kommen wir dann im Never Highway raus? Ja, ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Ja, hier sind wir, Leute. Das muss ich euch jetzt einfach zeigen. Soul Speed ist einfach viel zu nice, ne? Wie gesagt, hier brauche ich noch Treppen hindern. Wenn wir jetzt einfach. Leute, haltet euch fest. Boah! Viel zu heftig einfach. Ich muss das überall bauen. Einfach viel zu nice. Oh, der nicht runterfallen können. Egal. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause. Alter, ich liebe Seelenpilze einfach. Viel zu heftig. Leute, ich habe richtig krass gegrindet auf Camera. Ja. War ziemlich nice, war ziemlich nice. Jetzt ist wieder dabei. Michel. Was geht? Nein. Michel hat mich selber noch nicht gesehen, was ich gemacht habe. Naja, also zeige ich dir mal. Schick, war. Ja, aber Ich das habe kenne ich die. ja schon, oder? Nee, das war noch halb voll, als du da warst. Ach so, Das ja, letzte Mal. stimmt. Und mittlerweile haben sich auch alle nochmal entledigt von den Werkzeichen. Wir müssen nochmal alle platzieren. Allein das hat eine Stunde gedauert. Leute, Michel und ich waren mega fleißig. Wir haben, das hat Lila gemacht, mein Schwert ist einfach viel zu episch. Wir haben nicht nur meine Rüstung komplett fertig gemacht, halt bis auf Reparatur, sondern auch seine Rüstung komplett fertig gemacht. Aber das wird noch nicht alles, denn wir haben auch die Rüstung für Felix komplett fertig gemacht. Dann braucht nur noch Florian die restliche seiner Rüstung. Und wir haben Explosionsschutzhosen für uns alle gemacht. Wobei fehlen noch, glaube ich, ja, egal, sonst mache ich die Schwerter noch einfach. Damit wir halt gegen den Höver am besten geschützt sind. Und gut gegen ihn ankommen und nicht einfach sterben, weil er uns dann alle in die Luft sprengt, so. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt defensiv sehr gut ausgerüstet. Wir brauchen jetzt aber noch auf fast allen unseren Sachen, nun ja, Reparatur. Einfach Günther, danke dir. Wir gehen jetzt ordentlich zu Günther. Ich habe natürlich ein paar Smaragde ausgegeben und noch ein paar wiedergeholt. Ja, auch noch ein bisschen mehr verrottetes Fleisch am Start, was ich dann auch tauschen kann. Und ein paar Bücher, kann auch ein paar mehr Bücher machen, so. Ach, die sind für Michel übrigens. Ich weiß nicht, warum ich sie. Ich Ah ja, meine Emeraldos. weiß noch nicht, warum ich die machen sollte, aber. Egal. Egal. Werde ich schon irgendwann rausfinden. Naja, dann tauschen wir ordentlich mit Günther erstmal. Upgraden unsere Tools und unser Gear noch ein bisschen weiter, ne? Und dann wollen wir noch ein bisschen am Never Highway ein bisschen weiterbauen, würde ich sagen. Günther! Bist du auf dem Weg zu ihm? Ach, er ist noch gelockt, Leute. Wir müssen noch ein bisschen warten. Halb so wild. Ich habe nämlich noch ein paar Reparaturbücher. Moin. Aufgehoben. Moin. Egal, machen wir erstmal ein schönes Upgrade zu Agent, zu Neverwhite. Bei meiner Jacke, ja! Sexy. Bei meiner Kapuze. Nice, Digga. Nice. Ich sehe wieder aus wie früher, Alter. Schick, schick, schick. Das gefällt mir doch. Meine schönen Sachen. Das ist doch geil, war. Das ist doch geil. Jetzt muss ich trotzdem noch Reparatur drauf tun. Egal, dann suche ich mal ein bisschen Eisen. Ne? Nice, da haben wir einen Amboss. Dankeschön. Hier, dafür kriegst du auch mal zwei Reparaturbücher, war. Dann kannst du deine Sachen auch direkt verbessern. Du brauchst noch zwei Neverwald-Ziegel, ne? Jo. Warte, hier, gönn dir. Tommy. Kannst du schön deine hinter dir. Oh, hast du auch gesammelt, glaube ich. Kannst du schön deine Ja. Sachen noch upgraden? Ich brauche Mann, ich habe Reparatur wieder und diesen Bug, Kapuze. dass ich meine Kackschuhe nicht ausziehen kann. Oh, schon wieder? Das Der ist. ist so kalt. Geht echt auch zu weit irgendwann, Alter. Ja. Oh mein Gott. Mein Gott, ist das So. Das fühlt sich jedes Mal wieder aufs Neue gut an, ey. Dann sehe ich scheiße aus, ohne meine Rüstung. Viel besser. Egal, halb so wild. So, da wird sich jemand freuen. Mann. Reparatur einfach so geil. Ich kann einfach Günther nicht gut in den Arsch küssen, Alter. Ja, warte, ich glaube, meine Schuhe Ah, haben ich habe wieder. keine Level mehr, das ging schnell. Kann ich nicht stabilisieren. Weißt du, warte, kannst du noch die Bitte. Schuhe machen? Jo. Jo. Könnte aber auch sein, dass er zur falschen Workstation gelinkt ist. Dies ist natürlich sehr doof. Das wäre blöd, mache ich mal wieder kaputt. Zu gucken. Weil ich halt immer in seinem Bett schlafe, weißt du. Achso, ja. Du schläfst im Wintersbett? Was bist denn du für einer? Aha. Aha. Ja, ich kann meinen Schuh ausziehen. Nice, Digga. Ja, jetzt ist Günther wieder verlinkt. Geil.
Perfekt, Full Netherite. Müssen wir jetzt halt ein bisschen warten. Du siehst so gut aus! Wir müssen direkt an den Strand gehen, Digga. Ich meine, du mit deinen Sachen so. Aber du kannst ja nicht hochgehen, weil da ist ja noch was, was auf dich wartet. Kleine Spoiler, Leute. Florian hat nämlich hier oben was gebaut. Ich weiß nicht, was es ist. Er sagt, er sieht gut aus, glaube ich ihm. Werde ich angucken. Also ich finde, es sieht gut aus. Ich war ja schon da. Nicht in den Fall rein. Nein, Quatsch. Ziemlich geil auf jeden Fall. Ja, nein, jetzt verlinkt sich Günther wieder mit dem anderen. Oh, ich habe noch ein paar Smaragde gefunden. Habe ich da kurz abgelehnt. Witzig. Ich habe eine Schere gefunden. Ja, das ist immer praktisch. Soll ich noch ein paar Blätter holen? Hä? Jetzt hat sich doch wieder Günther mit dem Falschen verlinkt. What? Jetzt hat er halt davon, dass er in meinem Bettzimmer schlafen will. Ich dachte, du schläfst in seinem Bett. Nein, es ist mein Bett. Das Bett von mir war zuerst da und ich. Wir zwei. Hui, wir planschen. So, das will jetzt. Lol, ich erkenne es gar nicht. Wer will die jetzt haben? Warte, ich schau hin. Ich habe gute Augen, glaube ich. Weiß. Kein Wunder, dass es so ewig gedauert hat mit den anderen Dorfbewohnern, Alter. Das ist jetzt Günther. Ah ja, das ist jetzt Günther. Das ist Günther. Hier, Günther! Günther! Für dich, oh. Hätte mir vielleicht auch eine Axt holen sollen. Soll ich dir gleich einmal eine bringen? Jetzt kann sie ja nur noch eine Stunde machen. Jetzt bin ich schon fertig. Ach komm schon, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ich bin mir super leid, Michi. Das wird nicht wieder vorkommen. Boah, was ist Peinigung nochmal? Das ist das, was so OP ist, wo man so krass viel Schaden macht. Ach so, also Bann. Peinigung ist Bann. Und du meintest schon mal, Peinigung bringt nichts. Ja, dachte ich. Aber ich war. Ich so, Peinigung 3 soll ich machen? Nee. Nee, du brauchst ja schon Peinigung 5 so. Auch. Also Peinigung 3 ist da wirklich ein bisschen kacke so. Aber ich hab einfach, hast du das gesehen? Nee, dabei warst du noch gar nicht in dem Part, ne? Wo ich einfach, Spoiler, die River-Skelette gewone-hitted habe. Was? Ey Philipp, das ist doch mein Part. Ich mach doch die Eier immer. Meine vorzeitige Abtreibung kann vorkommen, Leute. Oh, ein Bogen! Ah, nee, das ist die falsche Axt. Oh, hier ist eine Axt, hier ist eine Axt, hier ist eine Axt. Was hatten die drauf? Warte, ich kümmere mal. Die hat kein Bann. Ja. Aber wo ist denn da meine. Ach, hier ist meine Axt. Meine Kampfaxt. Meine Schlachtaxt. Deine Kampfaxt? Ja, Peinigung 5, Digga. Und Effizienz 5. Ach, oh. Die hat auch noch nicht Reparatur, lol. Ich hab ein Plünderungsding. Oh, ich hab ein Totem gefunden. Darf ich das behalten? Ach, lol, ich hab noch Schuhe. Ja, ich würde sagen, einen darfst du behalten. Du hast ja. Ja! Hast du dir für sowas von verdient, Alter. Danke. Das ist auf jeden Fall meine Kampfaxt. Ach, kannst du dir noch Reparatur geben? Wie viel Level hast du noch? Oh, du hast auch nicht genug Level, lol. Nee, ich dachte gerade, ich soll dem Totem Reparatur geben. Das wäre ein bisschen strange. So ein Totem, verzaubertes Totem. Super. Alter, die Axt ist einfach viel zu heftig. Ich bin so krass ausgerüstet gerade, was Cooles angeht. Heftig. Philipp, wollen wir ein Wettschwimmen in Lava machen? Ich bin erster an der Quatsch. Mann, schon wieder steht ein Kackhühnchen, also nicht Kacke, also nur von gegenüber Hühnchen, ich mag Hühnchen. Ja, in die sind sie ganz nice, ne? Ja, ich mag Hühnchen, vor allem die Eier. Oh, für 47 hat jemand geschlagen, was? Oder was? Ich meine, ist ja nicht so, dass du. Ja, er braucht, glaube ich, noch seine Zeit einfach. Er braucht seine Zeit noch. Wir müssen noch ein bisschen warten, dann gehen die Preise wieder runter bei Günther. Ich meine, wir müssen dem Typ auch mal seine Pause lassen, wenn er ununterbrechend für mich arbeiten würde. Wäre ja auch ein bisschen tragisch. Philipp? Er hatte zwar ziemlich lange Urlaub. So beginn. Du bist in Democracy Room. Oh. Halt Abstand, Vorsicht. Man darf da nicht reingehen. Philipp, du bist trotzdem. Es ist verboten! Sollte mein Schwert vielleicht nehmen, Leute. Ja gut, hat auch Reinigung. Alter, meine Axt braucht noch einen geilen Namen, Alter. Heller. Egal. Werde ich mal Hüland fragen, um mich beraten zu lassen. Ich habe einen guten Namen. Was ich in diesem Part übrigens noch gar nicht so richtig rausgestellt habe. Wood. Es ist einfach das Ende der Welt nahe, Jungs. Habt ihr das gelesen? Wo ist das Ende der Welt? In dem Buch, guck mal hier. This is the end of all. Goodbye for now. Hey, wie kann man das lesen? Okay, tschüss. Hast du das so gefunden, oder? Nee, das hat Julian gemacht. Geil. Ja, aber. Nices Buch. Also, ein bisschen gruselig so, oder? Ein bisschen gruselig, oder? Oh Mann, warum laufe ich immer durchs Feuer? Ist deine Schuld. Bruh.
Du machst überall Feuer hin, das finde ich nicht toll. Das sieht halt einfach scheiße geil aus. Ja, und man kann so eine Diamantschwerte reinschmeißen. Julian. Also wirklich. Halt auch noch ein richtig gutes mit so Plünderung und so. Also nicht so das richtig, richtig gute mit Peinigung, aber halt. Das war halt schon ein bisschen so, einfach also. So. Aber halb so wild, Leute. Ich würde sagen, das Ende ist zwar nah, aber nicht nur das Ende, sondern auch das Ende von dem Part hier. Wir werden dann noch ein bisschen einfach am Never weiterbauen und dann werde ich später vielleicht noch, wenn Michel weg ist, dann noch ein bisschen an den Zuckerrohrfarmen und so bauen. Ich weiß nicht. Kannst ja nicht mehr so lang bleiben. Aber mal gucken, nicht. Kann ich machen. Werden wir alles auf jeden Fall noch machen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal. Und dann, ciao.